Warum wurde eine ganze Epoche nach den Kriegszügen eines vermutlich kleinen Mannes benannt? Wir sprechen drüber. Und natürlich geht es um Napoleon. Vielleicht der bekannteste kleinste Mann der Geschichte, der übrigens Normalgröße hatte. Auf dem Höhepunkt seiner Macht war Napoleon Bonaparte jedenfalls ziemlich groß. 1804 krönte er sich in der Kathedrale Notre-Dame de Paris selbst zum Kaiser. Was eine große Frechheit war, denn wer sich Kaiser nennt, tut dies in römischer Tradition. Einen römischen Kaiser aber gab es schon, den römisch-deutschen Kaiser aus dem Hause Habsburg, Franz II. Napoleon setzte sich nicht nur den vergoldeten Lorbeerkranz römischer Imperatoren auf, sondern führte auch den Adler als Wappen ein. Selbst sein Gesicht erinnert hier ein bisschen an Statuen von Kaiser Augustus, aber so kennt man ihn gar nicht. Wenn ich an Napoleon denke, dann sehe ich ihn eher mit Zweispitz und Soldatenmantel vor mir. Da bist du nicht die Einzige, die dieses Bild im Kopf hat. Tatsächlich ist Napoleon für seinen Zweispitz bekannt geworden. Und einen von denen haben wir hier. Napoleon hatte ihn bei der Schlacht bei Waterloo bei sich. Als er jedoch erkannte, dass die Schlacht verloren war, floh er zu Pferd und ließ seine Kutsche zurück. Die preußischen Truppen nahmen diese Kutsche später als Trophäe in Besitz und entdeckten auch den Hut des einstigen Kaisers darin. Als Zeichen des Triumphes wurde er hier nach Berlin gebracht. Mit den vielen Kriegen, die Napoleon geführt hat, war er aber schon ziemlich größenwahnsinnig. Könnte man so sagen. Ab 1800 ging das los. Und Napoleon war zunächst auch sehr erfolgreich und spendabel. So verschaffte er nicht nur seiner Familie Königreiche wie Westfalen und Sizilien, sondern auch manch deutscher Fürst bekam mehr Land und neue Titel. Mit seinem Russlandfeldzug 1812 hatte er sich jedoch überhoben. Vor Moskau musste er mit ansehen, wie die Bevölkerung die Stadt niederbrannte, statt sich ihm zu ergeben. Damit fehlten ihm Quartier und Vorräte für seine Grande Armee. Der Feldzug scheiterte und damit begann sein Niedergang. Im Jahr 1813 kam es zur großen Befreiungsschlacht, der Völkerschlacht bei Leipzig. Hier stellte sich Österreich, Preußen und Russland gegen Napoleon, um ihn endlich mit vereinten Kräften zu schlagen und Europa von seiner Vorherrschaft zu befreien. Deshalb spricht man auch oft von den Befreiungskriegen. Eine 500.000 Soldaten kämpften bei Leipzig. Circa 100.000 kamen nicht mehr heim. Sieht aber nicht gerade nach einer Schlacht aus mit den sauberen Uniformen. Das stimmt. Wir sind jetzt bereits in einer Zeit, in der die Länder stehende Heere haben, die man an ihren Uniformen erkennt. Dass es alles so schön ist, hat mit dem Herrn hier in Weiß zu tun. Das ist nämlich Kaiser Franz I. Dieser hatte 1806 seine römisch-deutsche Kaiserkrone niedergelegt, um sicherzugehen, dass Napoleon diese nicht auch noch erobert. Das war jedoch nicht so schlimm, denn 1804 hatte Franz bereits Österreich zum Kaiserreich gemacht. Er war es auch, der das Gemälde hier bezahlt hat. Das erklärt, warum die Soldaten hier so aufgeräumt aussehen. Und warum er zu sehen ist. Franz I. war nämlich gar nicht bei der Schlacht dabei. Und hier kommen wir der Realität schon etwas näher, oder? Ja. 1815 versuchte Napoleon es nämlich nochmal, nachdem man ihn abgesetzt und nach Elba verbannt hatte. Doch bei Waterloo wurde er von den Engländern und Preußen geschlagen. Das Gemälde zeigt nicht die eigentliche Schlacht, sondern den Morgen danach. Gut ist hier zu sehen, wie Gefallene und Verletzte auf dem Feld zurückgeblieben sind, wie Familien nach ihren Angehörigen suchen und auch, wie sich manch einer an diesem Krieg zu bereichern weiß. Und wie geht es dann nach Waterloo weiter? Die napoleonischen Kriege enden schließlich in Wien. Auf dem Wiener Kongress 1814. Hier verhandelt man lange, damit jede Partei, auch die französischen Verlierer, mit dem Ergebnis leben kann. Dadurch sollte ein gerechter und möglichst lang andauernder Friede gewährleistet werden. Etwas anders verlief dies bei dem nächsten Krieg, den wir uns in der dritten Folge angucken werden.